Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Tomb Raider. Wir sind in der Höhle des Bösen, oder besser gesagt in der Höhle der Wölfe. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier mit dem Rucksack wieder rauskommen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Da leuchtet es ja sogar rein. Mistvieh. Du verdammtes Mistvieh. Boah, böse. Das war knapp. Kann ich noch rausnehmen? Cool. Ja, damit. Gott, ey, hoffentlich kommt nicht noch einer. Mir reicht's langsam. Mistwölfe. Ja. Wir sind wieder raus aus der Höhle. Wir haben es geschafft. Alles klar. Können wir uns ja noch mal ein bisschen weiter umschauen. Was hier? Ah, toll. Das war nicht richtig. Aber wir haben es geschafft. Ist auf jeden Fall schon mal gut. Blöden Wölfe hinter uns gelassen. Genau. So. Na. Da drüben scheint das irgendwie zu sein. Okay. Müssen wir uns wohl nochmal hier richtig umschauen. Hier scheint aber bestimmt noch irgendwie irgendwo was versteckt zu sein. Wette ich drauf. Wo geht's denn hier hin? Oh. Oh yeah. Und zack. Diese komische Karte haben wir auch noch nicht gefunden. Waren wir auch noch nicht, oder? Also hier so direkt. Oh. Oh, was haben wir? Ach, Pfeile. Der Geocache. Echo. Einfach mal hier so drin versteckt. Okay, ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir jetzt erstmal. Schaut zumindest da noch aus. Ui. Schon stimmig. Überhaupt schon drin? Die weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, da waren wir schon. Ist ja zumindest auch nichts. Können wir das eigentlich auch erlegen? Bringt uns das was? Na cool. Das ist gut. So. Boah. Gut. Flicken wir dich zusammen. Roth.
nicht schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu. Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann erst mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Als wenn wir eine andere Wahl hätten. Also vorsichtig zu sein. Ah, Kletteraxt. Die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Okay. Das werden wir tun, aber erstmal werden wir uns nochmal hier umschauen. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Tja, wenn wir das wüssten. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier schon wieder ein bisschen was hinbekommen, würde ich mal so sagen. Ja, der muss natürlich nicht verstärkt werden, der ist schon verstärkt. Und hier haben wir noch nichts, da fehlt uns noch ein bisschen was. Ja, und wir sind ja wieder aufgestiegen, das hat sicherlich eben gesehen. Jetzt haben wir dann erstmal so alles, was Plündern angeht. So, und jetzt müssten wir doch auch das eine Grab vor allen Dingen da unten mal dingsen können. Erklimmen können. So, und wie funktioniert das jetzt? Okay. Cool, cool. Das ist schon nice. Auch da. Nice, nice, nice. So, was wir mit den Dingern machen sollen, wissen wir immer noch nicht. Hm. Dann werden wir wohl später mit Feuerpfeilen oder so rankommen. Schätze ich jetzt einfach mal. Vom jugendlichen Leichtsinn. Kommt da auch hoch? Ja. Mal gucken. Okay. Hui. Nice. Ich meine, für die erste Kletterpartie mutig. Aha, ja. Das heißt, das sind Hinweise auf diese Gräber. Gut zu wissen. Und hopp. Okay, es sieht nicht gesund aus. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier auf uns wartet. Ich hoffe doch ehrlich gesagt auf Skelette. Auf eine Karte. Nicht mehr Skelette. Und ein Gabelon.
Erstmal nach unten. Erstmal ist nichts offen. Oh Mann. Moment. Also erstmal, wer hat hier Feuer angehabt? Zweitens, wieso ist hier ein Lagerfeuer? In so einem Grab. Drittens, mir ist gerade unwohl. Hey! Wieso kann man... Oh, wie abgefuckt ist denn das? Schon ein bisschen bescheuert gemacht. Ja, so viel dazu. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Okay. Das kann man drücken. Was jetzt so schlau war. Opfer, Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Tja, aber irgendwie waren sie wohl doch da. Hallo? Wo sind wir hier drauf? Ich glaube langsam, das hätten wir da vielleicht nicht machen sollen. Wir hätten uns erstmal umgucken sollen. Wie kommen wir da jetzt? Okay. Jetzt kommen wir doch hier rüber, oder? Ah. Simpel wie oftmals. Hopp. Hallo? Kann die verbrennen? Ja. Sollten wir doch ein Problem weniger haben und leichter sein. Vielleicht können wir doch hochkommen. Yep. Long. So, und jetzt? Was haben wir da jetzt von? Das will sich mir gerade noch nicht so ganz erschließen. Was haben wir da jetzt von? Das verstehe ich jetzt gerade noch nicht so ganz. Da oben müssen wir hin. Ja, jetzt verstehe ich. Jetzt sind wir nämlich... Achso, ich bin gar nicht rumgemusst. Dann lässt sich wieder klettern. So. Okay. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Mal gucken. Okay. Kluges Köpfchen. Grab der Unwürdigen gemeistert. Blickfin-Karte. Das gefällt mir. Okay. Moment mal. Okay. Da haben wir noch mal ein bisschen was zu tun. So, also erstmal wieder raus. Wenn wir draußen sind, da ist direkt was. Zack. Oder mal gucken. Also erstmal wieder raus.
Ui. So. Wir sollen irgendein Upgrade durch. Oh. Oh. Das ist ja schon mal nice. Dann. Schnellfeuermodus? Nö. Rückstoß, Präzision und Schaden, größeres Magazin. Salvemodus. Ich würde sagen, belüfteter Schlitten, Präzision und Schaden. Zack. Super. So, und jetzt haben wir aber noch Fähigkeiten. Lässt du mich mal auch dahin? Und zwar, halt. Ich will überleben. Und zwar will ich erstmal hier Pfeile aus neutralisierten Pfeilen holen. Sparen wir nämlich ein bisschen Munition. So können wir das nicht. Rang 2 abgehärtet. Wie auch immer, meistern sie zwei weitere Fähigkeiten, um Rang 2 freizuschalten. Ach ja. Das heißt, bevor wir hier weiter können, müssen wir sogar einen anderen Baum skillen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, dann lass uns mal. Oh, interessant. Ich stehe sonst zu dunkel. Karte aktualisiert. Warum? Wieso? Weshalb? Achso, ja doch. Alles klar. Alles gut, alles gut. So. Das scheint oben zu sein, hm? Da oben müssen wir auf jeden Fall hin. Ah, blöder Wassermann, sieht nichts. Das ist die Wolfshöhle. Das heißt, wir sollten erstmal nochmal hier unten schauen. Was ist denn das? Ist das gelockt? Gut, dann werden wir uns jetzt einmal hier erstmal den Wegpunkt setzen. Das ist irgendwo dahinter. Mann. Geht aber ein Wendekreis wie so ein LKW. Zack. Irgendwo hier saß er. Hinten sogar. Hui. Das war jetzt aber schon ganz schön mutig. Ach, da kann sie sich auch festhalten. Au, schau mal einer an. So, und irgendwo. Hier waren wir ja noch gar nicht, kann das sein? Ich höre da irgendwas. Ich hatte irgendwas gehört. Ist aber gar nichts. Über uns. Mal da hoch? Nö. Sollen wir denn da hin? Hier? Glaube nicht. Dann darauf.
bin ich irritiert. Oh, Alter, du Raccoon. Kannst mich doch nicht so erschrecken. Da muss man doch irgendwie hinkommen. Von dem Dach aus? Wenn man darauf kommt. Da müsste man drauf kommen. Und hopp. Wenn man jetzt hier hoch. Hopp. Ja, hopp. Und dann darüber. Wie kommt man da hin? Da ist auch noch irgendwas drauf. Wie kommt man denn da hin? Ach, das ist wieder irgendwie sowas, wo man mit Seilen und Pfeilen und sowas machen muss. Ich verstehe. Das ist ja ein Scheiß. Sowas hasse ich. Wenn man dann eh wieder zurück muss. Hallo? Da darf man keinen Wegpunkt setzen. Okay. Da haben wir aber auch noch was. Und hier unten? Wo denn? Ah. Kriegen wir noch nicht auf. Ach, das wird ja immer ärgerlicher. Immer mehr Sachen, wo man noch nichts tun kann. Schweinerei. Okay. Dann. Tut mir ja leid, ne? Naja. Dann halt nicht. Da ist noch ein Hühnchen. Ah. Schön ausnehmen, die Viechers. So, also, wir wollen dann mal wieder ein bisschen hoch. Können wir auch gleich nochmal gucken, ob da oben dann noch irgendwas finden. Tim. Tja, jetzt ist die Frage. Oh, wir gehen einfach hier. Geht das? Cool. Super agil, die Dame. Okay. Strange. Die ist ja drauf, die Alte. Erste Klettertour. Und dann schon sowas am Machen hier. So. Auch erst später hin. Da war das Grab. Okay. Das ist hier, müsste es doch. Oh ja. Da gibt es ein paar Tellerwände. Hey. So. Ja, geht aber ganz gut so mit dem Gespringe. Oh. Mann. Ui. Schon ein bisschen durchgeknallt. Da ist doch jemand. Oh, scheiße. Drei Stück, wie ich sehe. Nein, wir warten den Sturm ab. Alles klar.
Wachsam bleiben! Gehen wir rein! Okay. Na? Er kommt nicht, das finde ich gut. Aha. Das war doch schon super. In your fucking face. Ja, erwischt. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Oh Mann. Da wollen wieder ein paar Scheiße machen. Wie immer. Ja. Damit haben wir doch jetzt schon wieder ganz gut was geschafft, würde ich mal so behaupten. Sind dann jetzt auch erstmal wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja, in der nächsten Folge geht's weiter zum Berg. Also, bis zum nächsten Mal.